Ja, was ein wunderschöner Morgen. Mich hat es wieder in den Wald verschlagen. Bin auf einer kleinen Lichtung hier. Und der Nebel heute Morgen hat gerade wunderbar hier reingezogen. Nicht ganz dicht, aber ein schöner, leichter Bodennebel. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel quatschen. Ich muss die Situation ausnutzen und Fotos machen. Dafür bin ich hier. Ich habe gerade schon ein Bild gemacht, super minimalistisch und einfach mit dem Tele hier in den Wald hineingehalten. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen was zu, aber ich muss erst noch mal eine Aufnahme machen. Was gefällt mir an diesem Motiv so gut? Es ist wirklich diese Einfachheit. Normalerweise sind ja so. Was ist denn das hier? Ich denke mal, so Fichtenwälder. Nicht so mein Fall, aber hier kann man sehen, ganz saubere, kahle Baumstämme im unteren Bereich. Und ja, alle sehr uniform, alle sehr gerade stehen hier. Und gerade diese Uniformität möchte ich hier fotografieren. Und dieser leichte Bodennebel hier ist natürlich noch das i-Tüpfelchen. Ganz bewusst wieder den Himmel rausgehalten, weil der wird nur ablenken. Und was ich halt auch noch ganz bewusst gemacht habe, ich habe das Bild extrem dunkel gehalten. Wenn ich jetzt mal eine Automatik anschalten würde, ist auch ganz schön, aber gefällt mir gar nicht so. Ich möchte es halt einen Ticken dunkler, einen Ticken mystischer haben. Deswegen gehe ich gerne in den manuellen Modus und habe das Bild noch ein bisschen dunkler. Verleiht der ganzen Geschichte noch mehr Atmosphäre. Man kann es auch hier am Histogramm sehen. Ist relativ weit nach links gerückt, aber genauso will ich es haben. Jetzt habe ich eine Szene, die gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, aber trotzdem fotografiere ich sie. Ich habe hier einen Baum, der ganz anders ist wie die anderen. Und um den aber komplett ins Bild zu bekommen, muss ich den Himmel mit ins Bild reinnehmen. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, ich zoome noch mal etwas ran. Da kann man ihn vielleicht schon erkennen. Das soll mein Motiv sein, aber da ragt halt noch so ein Ast hoch und ja, wenn ich den mit ins Bild reinnehme, bekomme ich halt automatisch hier oben weiße Flecken den Himmel mit rein. Aber trotzdem mit dem Nebel und ja, mit diesem Baum, der so aus der Reihe tanzt, im Gegensatz zu den ganzen gleichförmigen Bäumen im Hintergrund. Muss ich einfach mal mitnehmen. So, jetzt habe ich hier nochmal ein echt super Motiv gefunden. Wieder diese ganzen gleichmäßigen Baumstämme, diese dunklen Baumstämme und eine Birke, die da so, ja, total gegen den Strich geht,
raussticht aus der ganzen Geschichte. Super geil, also gefällt mir richtig gut. Ich habe den Fokuspunkt genau auf die Birke gesetzt, weil das ist für mich das Hauptmotiv. Ich habe die Blende auch relativ klein gewählt. F5,6. Das ist auch okay, weil das andere muss nicht alles super scharf sein. Also die Schärfenebene wird sich sowieso so verteilen, dass im Vorder- und Hintergrund noch ein paar Bäume scharf sind. Aber nach hinten hin darf die Schärfe gerne abfallen. Ja, super simpel die ganze Sache. Wieder in den Himmel rausgelassen. Und wie man sehen kann, ich bin wieder im manuellen Modus. Und ja, ist wieder um einiges unterbelichtet. So wie die Kamera mir das sagt. Wenn ich jetzt richtig belichten würde, richtig, sage ich mal, so wie die Kamera mir das vorschlagen würde, wäre das Bild wieder um einiges heller. So würde die ausgeglichene Belichtung aussehen und ja, verliert total an Atmosphäre, total an Wirkung. Ich finde, an dem Motiv kann man ganz gut feststellen oder ja, sieht man ganz gut, wie wichtig es für mich ist, immer im manuellen Modus zu fotografieren, damit ich wirklich eine Stimmung, die ich habe, auch nochmal verstärken kann. Und das erreiche ich halt durch diese Unterbelichtung. Hinter mir geht die Sonne auf und im Wald geht es so langsam los, dass ich helle Flächen bekomme, da wo die Sonne schon hinscheint. Man kann das teilweise auch an ein paar Baumstämmen schon erkennen. Da im Hintergrund kann man vielleicht schon mal so helle Bereiche an den Baumstämmen sehen. Und noch ist es gut zu handeln, aber denke mal noch ein paar Minuten, dann wird es nicht mehr so einfach. Ja, ich denke, noch kann ich diesen Effekt, den man hier an der Seite sieht oder auch hier an dem Baumstamm, diesen Effekt der aufgehenden Sonne noch einmal mit ins Bild hineinpacken. Noch ist er nicht sehr störend, sondern ich habe noch so eine leichte, ja, Strukturierung von der Seite, die mir das Licht gibt. Das Histogramm ist auch noch nicht irgendwie ausgefressen in den hellen Bereichen. Aber ja, man kann hier unten auch sehen, unterhalb des Baumes habe ich auch schon eine helle Stelle. Das kann schon ein bisschen störend sein, ein bisschen vom Hauptmotiv ablenken, aber ich probiere es noch einmal. Weil es ist halt so, dass bei einem Bild das Auge meist immer zu den hellen Bereichen hinwandert und ich möchte natürlich den Fokus auf dem Baumstamm haben und nicht hier unten auf den hellen Boden. Ja, wunderschöner Nebel zieht jetzt hinter mir nochmal rein, wird nochmal ein bisschen dichter. Der Sonnenschein kommt dazu. Man weiß im Endeffekt gar nicht, wo man die Kamera hinrichten soll. Ich habe mich jetzt auf den etwas dichteren Wald konzentriert, aber ja, auch hier in Richtung Lichtung gibt es einige schöne Motive, denke ich. Ich werde noch mal ein bisschen was ausprobieren. Ich sehe da gerade was.
Jetzt muss es einfach schnell gehen. Jetzt sieht man die Sonnenstrahlen durch den Nebel, durch den Wald hindurch scheinen. Also richtig, richtig mystisch. Sieht total geil aus. Ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann. Ja, auf dem Kameradisplay sieht es so aus. Also total geil. Ja, was eine Atmosphäre heute Morgen hier. Steht man im Wald, im Nebel und dann wie aus dem Nichts kommen dann so ein paar weiße Gestalten aus dem dichten Wald hinaus und man denkt sich echt, was ist denn hier los? Und bei näherem Betrachten merkt man dann, dass hier eine Herde Schafe durch den Wald streunt. Unfassbar. Ich glaube, da haben wir beide erstmal blöd geguckt. Ich um die Schafe. Aber irre, ja. Richtig geil. Eigentlich wollte ich gestern Abend nur einen ruhigen Platz für die Nacht haben. Habe ich auch gefunden. Habe aber nicht damit gerechnet, dass sich heute Morgen hier nochmal solche Fotomöglichkeiten ergeben. Jetzt habe ich gerade gesehen, wo ich hier die Fläche betreten habe. Vorne stand noch ein Schild, dass der Bock auch bei der Herde mit dabei ist und er eigentlich ganz friedlich ist, aber man sollte den Schafen doch nicht zu nahe kommen, weil er könnte vielleicht seine Herde verteidigen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Abstand lassen. Werd schon ganz skeptisch beäugt hier. Ich glaube, beide Seiten wissen gerade nicht so richtig, was los ist. Wird auch ordentlich schon gemeckert im Hintergrund bei mir. Und ja. Scheint aber noch ganz entspannt zu sein. Ich will die jetzt aber auch nicht weiter stören. Ich glaube, jetzt hier im Wald kann ich eh nicht weiter fotografieren, zumindest nicht hier an der Stelle. Wegen dem Sonnenlicht, was hier reinhaut. Ich denke mal, ich werde ganz in Ruhe meine Sachen mal zusammenpacken und gucken, ob ich vielleicht noch eine andere Stelle finde. Ja, ich habe dann doch nichts mehr gefunden an diesem Morgen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich muss sagen, die Ausbeute war mehr als ausreichend. Ich bin sehr zufrieden mit den Bildern, die ich gemacht habe. Ich finde, die Stimmung kommt richtig gut rüber und es sind richtig schöne, reduzierte, minimalistische Aufnahmen geworden. Mit diesen Eindrücken möchte ich das Video jetzt beschließen. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Wenn das so sein sollte, lasst mir sehr gerne
ein Like da, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Wäre eine riesen Unterstützung für meinen Kanal, für meine Arbeit. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.